Moin Leute, willkommen zurück beim Goldpriester. Diesmal gibt es eine weitere Battlefield 5 League News. Diesmal schauen wir uns die kommenden wöchentlichen Belohnungen und neu geleakte Skins an. Aktuell befinden wir uns ja diesmal bereits schon in Woche 2, wo wir uns diesmal eine neue Gesichtsbemalung namens Engel freischalten konnten. In Woche 1 gab es eine neue MMG S2-200 und weiter geht's ab diesem Donnerstag am 11.07. mit einem neuen halbautomatischen Gewehr namens Karabin 1938M. Am Ende des Videos blende ich euch dazu mal ein kurzes Gameplay ein. Danach geht es dann mit Woche 4 weiter, da halten wir ein wasserdichtes Set, diesmal für die Stengun. Das Ganze wird wohl so ähnlich wie bei der STG-44 aussehen, was ich hier mal exemplarisch einblende. So, weiter geht's mit Woche 6, da halten wir eine neue Nahkampfwaffe, ein Aditi Dolch. Meiner Meinung nach können sie die ganzen Nahkampfwaffen eigentlich direkt weglassen, da würde ich ja lieber sogar Company Coins dafür nehmen. Okay, weiter geht's mit Woche 7, da gibt's wieder was deutlich Interessanteres und zwar halten wir diesmal dann die Panzerbüchse 39. Da bin ich mal gespannt, wie das Ganze im Vergleich zu Boys dann umgesetzt wird. Bei Woche 8 ist der Liga Temporia nicht ganz sicher, eventuell halten wir da wieder eine gewisse Menge an Company Coins oder wir halten ein weiteres Wasserdichtset für eine noch unbekannte Waffe. In Woche 9 halten wir einen neuen Pistolenkarabiner C96, das wird wohl wieder für einen Sniper sein. So, weiter geht's mit Woche 10, dann gibt's wieder eine neue Nahkampfwaffe, ein schwarzes Fairbairn Sykes Messer. In Woche 11 und 12 gibt es das Bretter 1935 MPG und eine noch unbekannte Belohnung. Ich vermute mal, dass es wieder Company Coins sind oder ein weiteres Wasserdichtset für eine noch unbekannte Waffe. So, dann gab es noch weitere Emblembeispiele für den kommenden 5 gegen 5 Modus. Diesmal sind die Bilder nicht nur am Ende der Waffe angebracht, sondern auch noch an der Seite und obendrauf. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind diese besonderen Waffenembleme aber nur in diesem 5 gegen 5 Modus verfügbar. Dann wurde ein weiteres Bild zu Ilse Schattenwolf veröffentlicht. Es handelt sich dabei um ein weiteres, noch unveröffentlichtes Elite-Soldatenset, was man nur gegen Echtgeld erwerben kann. Bei den ersten Bildern aus dem vorangegangenen Video war jetzt nicht ganz klar, ob es ein grau-schwarzer Anzug ist oder ein brauner. Wie hier zu sehen ist, wird es wohl grau sein. Am Rücken kann man diesmal deutlichst einen Gasmaskenfilter erkennen. Am Holster, wie schon erwähnt, sind zwei Nahkampfwaffen zu sehen, einmal eine Axt und ein Dolch. Auf der anderen Seite befindet sich eine Art Brotdosenbehälter. Ansonsten hat Ilse eine markante Gasmaske auf, sowie einen grauen, übergestülpten Poncho. Das ganze Set erinnert mich irgendwie an Tschernobyl. Dann wurden noch weitere unveröffentlichte deutsche Soldatenskins veröffentlicht, einmal Winterkrieg, Bergsteiger und Wanderer. Der Liga meinte hierzu noch, es wurden dazu bereits schon einige Skins geleakt, diese waren aber nicht ganz akkurat bezüglich Ausrüstung und Texturen, diese hier sind also etwas genauer. Die Abstufung erfolgt dabei in Grau, Blau und Epic, was sich im Endeffekt dann im Kaufpreis widerspiegeln wird. Grau wird dabei am billigsten sein. Was auch noch ganz interessant ist, und zwar wurde der Liga via Twitter gefragt, wann denn endlich das M2 Carbine verfügbar ist. Er vermutet, dass es eventuell zusammen mit dem neuen 5 gegen 5 Modus veröffentlicht wird und dann ganz regulär für alle Multiplayer Maps in Kapitel 5 verfügbar sein wird. Dann wurden weitere US-Soldatensets geleakt, und zwar einmal Besieged in Epic, dann Nomad in Ra und Badger in Verbreitet bzw. Grau. Dabei wurden Wintermetal mit bereits vorhandenen Kopfbedeckungen kombiniert und mit neuen Oberkörper bzw. neuen Beinmodellen zusammengefügt. Wann die ganzen Skins jetzt verfügbar sind, ist noch unklar. Okay, wir sind jetzt erstmal soweit durch, jetzt folgt gleich noch das Gameplay von Karabin 1938M. Bewertet ruhig das Video und lasst ein Abo da, wenn ihr weiterhin Battlefield 5 League Videos sehen wollt und aktiviert die Glocke. Bis morgen, euer Goldpriester. Tschauski. Ah!